Willkommen zurück zu einem neuen Video und ihr könnt es schon sehen, es geht diesmal wieder um ETC-Karten und im Hintergrund hört ihr nur den Drucker, der ist aber gleich fertig, also keine Sorge und der ist auch relativ leise, finde ich. Und bei meiner Stimme ist das jetzt sowieso egal. Allergie ist es wohl doch nicht, keine Ahnung, geht bestimmt auch wieder weg. Fühle mich aber sonst relativ fit. So, warum zeige ich euch jetzt 4 Stapel ETC-Karten? Ich habe die Happy Meals, habe ich euch ja schon mal gezeigt und ich bin bei den Indexkarten ja 61 Tage hintereinander jeden Tag eine Karte basteln. Die habe ich auch in ETC-Kartengröße gemacht, weil ich die ja besser aufbewahren kann in meinem Album. Wenn ich damit durch bin, zeige ich euch natürlich auch alle einmal. Und dann habe ich noch ETC-Karten aus dem Mai. Ich weiß nicht, ob ich euch das Video schon gezeigt habe, gedreht habe ich das schon. Ja, das sind jetzt 4 Tauschthemen. Diese beiden hier oben, die beiden Haufen, die gehen in die ETC-Verrückte Facebook-Gruppe und diese hier zum Thema Clearly und Panda gehen dann zu den ETC-Junkies 2.0. Da habe ich mich für angemeldet. Hier ist das Thema Fische und hier das Thema Badespaß. So, und ich wollte euch die einmal zeigen, weil sie sind, obwohl sie alle gleich aufgebaut sind, sag ich mal, sind sie unterschiedlich. Ich sag mal, wir fangen mal mit dem Panda an. Der Hintergrund ist bei jedem Panda anders. Und ich habe 3 Panda-Motive. Ich habe jedes Geschenk mit einer goldgelben Schleife und einem roten Papier oder oranges Papier, besser gesagt, verwendet. Ich habe die Hintergrundstempel, diese 3 Varianten, verwendet. Ich habe überall 2 Linien gemacht. Hier habe ich auch überall denselben Spruch für dich drauf gestempelt. Und trotzdem, ich zeige euch die einmal, sehen sie alle unterschiedlich aus. Jedes ist Handarbeit, Handmade, ist ja klar, ne? Und ich hoffe, man kann das nur so sehen. Mache ich die hier hin? Mache ich da hin. So, Sekunde. Die mit dem großen Geschenk kommen dann einfach dahin. So, jetzt schaut euch das mal an. Das ist eine kleine Serie. Und jetzt könnte man, wenn man da einmal schnell drüber geht mit dem Auge, sagen, ja, sehen doch alle gleich aus. Nee, eben nicht. Und das mache ich bei allen ETC-Karten so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel die kleinen Schweinchen in den Happy Meals, dass die ähnlich aufgebaut sind. Aber gleich bekomme ich es einfach, the same kriege ich einfach nicht hin. Und möchte ich auch gar nicht. So, und dann schaut ihr hier mal. Wir haben 3 mit den großen Geschenken, 3 mit den kleinen Geschenken und die zur Seite gehen haben wir nur 2-mal da. Dann habe ich mal hier den Stempel, dann auf der Seite den Stempel, dann habe ich hier die Punkte da, die Punkte hier gar nicht mehr. Das Gitter ist einmal quer formiert und einmal hochkant. So habe ich dann, obwohl der Hintergrund auch ähnlich gemacht ist, auch der ist unterschiedlich, weil ich das ja auf dieses mit Distressed Oxide, die Sprenkeln ja ganz anders kommen. Also es bleibt ja nicht gleich. So, der Drucker ist jetzt auch wirklich still. Wo jetzt? Sie sind alle unterschiedlich und trotzdem finde ich persönlich, ich mag das unheimlich gerne, jede ist ein Einzelstück. Und ja, eine davon behalte ich dann und die anderen gehen dann jetzt dann zu Melanie, die das ja für uns dann immer sortiert und wir die dann immer schön zurückbekommen. Das heißt, von 8 ETC-Karten behalte ich eine. Und 7 neue kommen dann zu mir. So, dann machen wir das gleiche mal mit diesen hier. Als ich habe dieses neue Stempelkissen. Wenn ich schon neu habe, ne, das ist ja auch noch nicht lange da, das Motiv. Das Thema war ja Clearly. Und ich habe dieses Stempelkissen verwendet. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon sowas Helles hier als Stenzel mit dieser hellen Farbe verwende, brauche ich auch ein schönes Blau. Und dieses Blau, ihr glaubt es nicht, ich liebe dieses Blau. Das ist alles, was ich noch an Rest habe. Guckt euch das mal an, das ist ein absoluter Traum. Ich könnte den ganzen Tag drauf gucken und bin immer noch fasziniert und verrückt danach. Davon habe ich einen einzigen Bogen da gehabt, in 12x12 Inch. Den habe ich auch schon irgendwie 1 oder 2 Jahre hier. Ich versuche jetzt auch das ein bisschen mehr aufzubrauchen. Und ich habe zu meiner Tochter vorhin gesagt, ich finde das eigentlich zu schade. Aber nein, es muss ja verwendet werden. Und ich finde, das harmoniert mit diesen pinkfarbenen Herzchen und diesen grünen, frechen, kleinen
Scheiße. Mit dieser andere farbige, also diese Farbe und diese Farbe sind nicht gleich. Das ist, glaube ich, von den Six-Stiften Flamingo heißt die Farbe, bin ich der Meinung. Aber ich finde sie einfach so schön. So, und dann zeige ich euch die mal. Das Leben ist schön, ist mir dazu eingefallen. Ich hätte auch einen Clearly-Spruch nehmen können, aber ich fand die Variante mit das Leben ist schön so schön. So. Und auch hier, wenn man auf den ersten Blick hinguckt, denkt man, boah, die sind aber gleich, alle gleich. Ja, hier sogar noch mehr als bei den Pandas, weil der Hintergrund da noch ganz anders gestempelt ist. Hier habe ich immer einen Stempel genommen, mal mit mehr Farbe, mal mit weniger Farbe. Hier habe ich ein bisschen großzügiger, da habe ich ein bisschen weniger Stenzel im Hintergrund. Das Leben ist schön, habe ich oben, also mehr oben gestempelt. Die süßen kleinen Chamäleons von Clearly sind aber alle ähnlich koloriert. Gleich kriegt man ja auch wieder nicht hin. Ich habe unterschiedliche Herzchen, weil das ist die Stanze von MFT-Stamps, die ich schon ganz lange habe zu den Anhängern, runden Anhängern oder Takes. Und trotzdem ist jede einzeln. Hier zum Beispiel ist der sitzt ein bisschen weiter so, hier ist er weiter nach vorne. Sie sind alle gleich, also ähnlich. Und auch da nehme ich eine für mich, für mein Album, und 7 werden dann hier vertauscht. Wollte ich euch nur mal zeigen, es sind dann schon 16 ETCs, die ich dann fertig gemacht habe. Das war ein Wochenende, wo ich dann auch die Happy Mail fertig gemacht hatte. Man glaubt das immer gar nicht, wenn ich dann so kurze Videos zeige, denkt man immer, die gibt sich ja gar nicht so viel Mühe oder ist doch schnell gemacht und dann nur ein Video, so kurz. Aber das läuft alles noch im Hintergrund, und wenn ich euch dann gleich noch, wenn ich dann noch in den Junk Journal Bereich gehe, bis ich da das fertig habe, das ist unfassbar, wie lange so ein Junk Journal bei mir braucht. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Thema Fische. Und da habe ich auch gleich was Neues eingesetzt, nämlich diesen Stempel hier. Das ist dieser hier von Rubber Dance. Den habe ich neu, den habe ich noch nicht mal beklebt, also mit EC. Hier, EZ. Ihr wisst, was ich meine. Das macht man da so drauf, dass man die gut stempeln kann und auf einen Acrylblock verwenden kann. Das habe ich eben noch nicht gemacht, sondern ich habe das dann immer so gestempelt mit den Fingern. Macht man ja bei Mixed Media auch. Und das ist dann, das sind ETC-Karten, wo ich auch von den Indexkarten das so gemacht habe. Ich habe mir mal mit Grün und Blau ein paar Hintergründe gemacht, auch mit der Geli-Platte. Und das waren insgesamt, ich kann es dir verraten, 32 kleine Kärtchen sind daraus entstanden, ETC-Kartengröße. Ich habe dafür 6 verwendet und die anderen gehen jetzt erstmal alle weg für die Indexkarten, tatsächlich. Jetzt schaut euch das mal an. Und auch da kann man wieder sagen, das stimmt, sie sehen alle gleich aus. Und trotzdem sind sie wieder alle individuell. Und das mag ich auch, wenn man an so einen Tausch reingeht. Bei den ETC-Verrückten ist auch eine, das heißt eine Regel, aber eine Abmachung oder so, dass man sagt, wenn man mehr als 3 ETCs vertauscht, wäre das schön, wenn man eben halt 3 gleiche kann man machen, 6 gleiche ist dann immer nicht so erwünscht, sage ich jetzt einfach mal so. Ist ja nichts Böses, man weiß es, ne? Und ich finde, dass sie trotzdem alle unterschiedlich aussehen, dadurch, dass der Hintergrund schon von den GD-Platte so unterschiedlich ist. Dann habe ich mit dem weißen Stift, den ich sehr, sehr, sehr mag, mit diesem hier, habe ich dann, weil im Hintergrund noch so viel weiß ist, habe ich bei den Blubberbläschen und auch hier bei dem Rand ja, ein bisschen nachgeholfen, dass es nochmal ein bisschen hervorsticht. Diese kleinen Fische sind auch von Clearly mit der Meerjungfrau, das Stempelset. Und hier habe ich das mal da gestempelt, dann mal hier. Dann habe ich die auch nachgemalt. Die 3 habe ich nachgemalt zum Beispiel, weil da Grün auch mit noch mehr mit drin ist. Die habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht angemalt, nicht koloriert, nicht wirklich. Dann bleibt es jetzt auch so. Und ich mag sie trotzdem alle sehr. Das Ausschneiden von den kleinen Fischen ist dann schon wieder so, wo ich sage, jo, wenn man Zeit dazu hat, kann man das gut machen, ne? So, das sind dann schon mal wieder 6. Dann haben wir 22 ETC-Karten. Die liegen hier alle schon noch. Und dann habe ich mir zum Badespaß eins von diesen tollen Sets von Pilbering Ink vorgenommen. Ich habe ja auch die im Herbst noch da, aber die habe ich auch noch nicht ausprobiert, noch nicht. Die wollte ich erst, wenn es dann Herbst ist, gehe ich dann auch da rein und verwende die dann. So.
Da habe ich auch den Hintergrund nämlich so gemacht. So, jetzt schaut euch nochmal die ETCs an, sind auch 6. Dann sind wir bei 28, fast 30 ETC-Karten, die ich einfach mal so nebenbei gemacht habe. Okay, das Badezimmer musste dann eben halt einen Tag länger warten, bis das sauber gemacht wurde. Aber manchmal habe ich so Tage, wo ich sage, das ist mir alles egal, ich möchte jetzt in Ruhe das wegarbeiten. Was heißt wegarbeiten? Aber weggestalten, weil ich dann so einen Flow habe. Ich bin in so einem Flow. Ich habe auch gemerkt, dass ich sowas wie eine Unterzuckerung hatte. Also ich merke das, wenn ich ganz lange nichts gegessen habe, dass ich dann, dass ich nicht nur Magenkrumme, Knurren bekomme, sondern dass ich so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Mein Körper zeigt mir ziemlich deutlich, es wird Zeit, dass man wieder Futter nachschiebst. Und das vergesse ich dann auch tatsächlich, wenn ich so in so einem Bastelflow bin. Und diese hier haben mir wieder sehr, sehr viel Freude bereitet. Und wie ihr sehen könnt, es sind 6 fast gleiche, ähnliche. Dann haben wir hier nämlich 2 mit dem Schnorchel, Flusspferde. Der eine winkt, die 2 zeigen den Poschi, der hat ganz viel Freude dran. Hier sind die Fische, da auf der Seite, hier ist es auf der Seite unten rechts, hier ist es unten links und da ist es links oben. Alle anders und trotzdem sieht man, dass es eine Serie ist, oder? Mir gefällt es unheimlich gut, das so zu machen und bisher gab es jetzt auch noch nicht eine Beschwerde, dass sie sich zu ähnlich sind. Die 6 ETCs, was ich auch schön finde, ist, das gehört ja zu dem Stempelset dazu. Ich habe mir immer überlegt, 2 auf der, eine auf der Seite, sodass ich das immer ganz gut miteinander kombinieren kann. Und wenn ihr euch mal den Hintergrund anguckt, der ist überall, bei jeder ETC-Karte anders. Und wie gesagt, das macht es doch, finde ich, total aus. Ich könnte auch jetzt nicht sagen, welche meine Lieblings-ETC-Karte ist, weil ich mir würde, wenn es jetzt für mich wäre, würde ich alle 6 ins Album nehmen. Weil das alles so unterschiedlich ist. Ich wüsste gar nicht, für welche ich mich entscheiden soll. Ja. So, das wollte ich euch noch einmal ganz kurz zeigen. Mache ich jetzt Briefumschlag dann fertig. Die werden jetzt in den Gruppen dahin geschickt, wo sie hin müssen. Dann werden sie verteilt. Und wenn sie dann verteilt sind und ich meine ertauschten ETC-Karten bekommen habe, entweder mache ich dann direkt ein Video, dass ihr die sehen könnt, was ich zurückbekommen habe, dass ich das jetzt direkt an das Video noch ranhänge. Oder es gibt das als Foto auf jeden Fall auf Instagram. Da zeige ich das auch immer und bei Facebook ja auch. Oder vielleicht auch auf dem Blog. Ihr werdet auf jeden Fall sehen zu diesen 4 Themen, was ich zurückbekomme. Und ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und es waren mal wieder ETCs. Alle ein bisschen ähnlich und alle doch wieder unterschiedlich. Und so wie wir Menschen halt auch sind. Wir sind alle einzigartig. Und so soll es auch sein mit den ETC-Karten. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.